meine, ich habe ja viele Jahre in der deutschen Regierung und bei der Weltbank gearbeitet und Banker sind ja heute nicht wirklich sehr beliebt, aber gut. Ich konzentriere mich auf die Frage, wie finanzielle Innovationen dazu beitragen können, nachhaltige, CO2-armige Aussichten zu fördern. Nach der Umweltkrise sehen wir jetzt, dass sich echte Veränderungen stattfinden. Es gibt neue treibende Kräfte für den Wachstum, die sich ergeben werden für uns in der Zukunft. Was brauchen wir jetzt, um einen Beitrag zu leisten? Nun, wir brauchen einen starken Privatsektor, der viele Finanzierungen dieser Möglichkeiten sicherstellen muss. Ein paar Punkte dazu. Ich muss nicht das nochmal wiederholen, was gesagt wurde im Zusammenhang mit den Herausforderungen. Wir sind in einem wichtigen und kritischen Jahrzehnt. Ich würde auch behaupten, dass mit der finanziellen Innovation in diesem Jahrzehnt mehr erreicht werden kann, um den Kapitalfluss dahin zu leiten, dass mehr Investitionen in diesem Bereich getätigt werden. Ich möchte das noch einmal betonen, was die Kanzlerin vorhin ansprach. Sie sagte nämlich, dass wir am Beginn eines Ressourcenverteilungsproblems stehen. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Wie können wir denn mit der Verknappung an natürlichen Ressourcen umgehen? Andere sprachen auch darüber, dass wir vielmehr eine Ressourceneffizienz und Produktivität erzielen müssen. Und wie können wir uns vor dem schützen, was in vielen dieser Märkte bereits passiert, nämlich eine Zusammenfügung der Rohstoffpreise über natürliche Ressourcen hinweggehend, was dann die Volatilität beeinflusst und natürlich die notwendigen Infrastrukturinvestitionen blockiert. Ich glaube, das ist ja in der McKinsey-Studie und auch in anderen Studien deutlich geworden. Ich glaube, die Effizienz der natürlichen Ressourcen muss gefördert werden und das hat auch die Kanzlerin gesagt. Welche Möglichkeiten bieten sich uns? Nun, ich glaube, wir können eine andere Richtung einschlagen. Ich spreche ja mit vielen Vertretern der Großunternehmen, auch in Sektoren, in denen man das nicht erwarten würde, in allen Teilen der Welt. Da höre ich immer wieder, dass dieser wirtschaftliche Übergang, vor dem wir stehen, und die Frage natürlich stellt sich nach der Geschwindigkeit und der Reichweite, aber dieser Prozess wird angesehen als wichtiges Thema in den Vorständen, denn er beeinflusst die Geschäftsmodelle der großen Unternehmen, aber nicht nur der großen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass natürlich nicht der gesamte, aber Teile des Privatsektors, was diese langfristige Perspektive und die Planung den Politikern weitaus voran sind. Es gibt also treibende Kräfte für Innovation und Wachstum, die bereits identifiziert wurden und bereits genauer ausgearbeitet werden. Ich möchte das nicht wiederholen, welche Analyse hier angestellt wurde. Auch UNEP hat ja eine Analyse für grüne Investitionen im Bereich der 2% von BIP ausmachen würden, denn das würde ja natürlich zu noch viel weiteren Umwelt- und sozialen Auswirkungen führen und die Risiken reduzieren. Eine grüne Wirtschaft ist ein weitreichendes Projekt, das alle Sektoren betreffen würde. Ressourceneffizienz, beginnend bei Energieeffizienz, Wasserleckagen oder Verrottung von Lebensmitteln, ist ebenfalls ein weitreichendes Feld. Ich glaube, in China ist hier das Bewusstsein deutlich gestiegen, denn es ist ja möglich, gucken Sie sich mal den 12. Fünfjahresplan an, dass Ressourceneffizienz jetzt auch tatsächlich in einen nationalen Plan aufgenommen wurde. Gucken Sie sich die CO2-Reduzierungspläne an, auch für die Investoren. Die führen zu gesteigerten Investitionen in dem Land. Aber es ist natürlich auch klar, dass China noch viel zu tun hat, um diese Pläne tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Ich glaube, was das grüne Wachstum und die grüne Wirtschaft anbelangt, brauchen wir tiefgehendere Analysen und weitere Erfahrungen, um Fortschritt zu machen. Manche grüne Projekte und ihr Bezug zur Förderung von wirtschaftlichem Wachstum sind manchmal noch ein bisschen zu grob und können auch in Frage gestellt werden. Aber wir befinden uns auf dem Weg in die richtige Richtung. Wer wird diesen Übergang beschleunigen? Über das hinausgehend, was die UNO-Verhandlungen derzeitig ausmacht, obwohl wir da nicht zu optimistisch sind, was die Ergebnisse anbelangt, brauchen wir für 2015 auch einzelne Länder und Unternehmen, die Maßnahmen ergreifen und sich Koalitionen
bilden. In Gujarat, in Kalifornien gibt es Städte, die wirklich ikonische politische Maßnahmen umsetzen, um Wandel herbeizuführen und Verbesserungen zu erwirken. Und Gleichgesinnte sollten hier Allianzen schmieden, auch mit Unternehmen. Ich glaube, das sind vielversprechende Anzeichen für die Zukunft. Die guten Nachrichten sind aber, dass tatsächlich schon bedeutende Investitionen getätigt worden sind. 140 Milliarden werden investiert in 3.500 CDM-Projekte. Es wird sehr, sehr viel investiert in saubere Energien. Die OECD schätzt, dass 770 bis 120 Millionen international vom Norden in den Süden investiert werden. Die Hälfte davon kommt natürlich von den Unternehmen. Ich sehe auch sehr bemutigende Anzeige von Anzeichen der Koalitionen, die von unten nach oben aufgebaut werden, auch zwischen Ländern. 65 Konsumgüterunternehmen dekarbonisieren ihre Lieferkette. Unilever ist zum Beispiel dabei. Die stehen deutlich an der Spitze. Das ist doch was Greifbares. Das Gleiche gilt auch für die Wiederaufforstung entlang der gesamten Lieferkette. Das ist wirklich sehr vielversprechend als Initiative. Die Desertec-Initiative ist natürlich immer noch eine Vision. Man versucht, die Solarenergie aus Nordeuropa in das europäische Netz einzuspeisen, um das europäische Netz aufzubauen, von dem Nick ja sprach. Da müssen wir klein anfangen. Diese Demonstrationsprojekte und Referenzprojekte, an denen wir jetzt arbeiten, beschäftigen 30 Unternehmen, die sind nur aus dem Privatsektor zusammengekommen. Aber die Marokkaner, die Tunesier und die Ägypter, der arabische Frühling insgesamt hat uns sehr geholfen. 62 Milliarden wurden alleine 2011 investiert in China und CO2 arme Strategien. Aber auch Südkorea, Mexiko und andere Länder führen hier die Entwicklung deutlich an. Die versuchen, grüne Wachstumsstrategien, die inklusiv sind, zu fördern, aber es gibt auch Energieüberschussmärkte oder Sektorkreditvergabeprogramme. Insgesamt ist es natürlich so. Und ich möchte hier noch was zur Situation in den USA sagen. Ich stimme dem Vorredner zu. In vielen Bereichen ist die USA noch ziemlich weit hinten an, aber dennoch passiert viel auf der untersten Ebene. Der CO2-Markt in Kalifornien wird 2013 richtigerweise auch angeschlossen an Quebec in Kanada. Man wendet sich ab von Kohle und Gas. Natürlich aufgrund der geringen Gaspreise ist das natürlich ein reversibler Prozess. Aber es gibt zum Beispiel Kohlebergwerke, die jetzt geschlossen werden. Es gibt einen flexiblen Weg von unten nach oben, den es in den USA gibt, der stark verfolgt wird. Aber natürlich ist das noch zu wenig. Insgesamt, denke ich, brauchen wir 2 Billionen pro Jahr für globale Investitionen. 2 davon werden bereits investiert, aber wo kommt die fehlende Billionen her? Wie können wir die Lücke füllen? Nick sprach über die Marktfehler. Wir müssen natürlich politische Maßnahmen ergreifen auf Landesebene und private Investitionen so stark wie möglich fördern. Ich habe nicht viel mehr Zeit, aber ich möchte sagen, dass wir als großer CO2-Händler bei der Deutschen Bank in die Reform daran glauben, dass eine Reform in der Europäischen Union wirklich wichtig wird. Nicht nur aufgrund der Probleme der Überallokation 660 Millionen Tonnen und den Zugeständen. Das sind zwar notwendige Maßnahmen, die reichen aber nicht aus. Wir brauchen eine europäische CO2-Zentralbank, so nenne ich das. So wie die Währungsmärkte funktionieren, muss auch dieser Markt organisiert werden. Das ist der einzige Markt, ganz ehrlich gesagt, wo das Angebot in dem ETS festgeschrieben wurde. Aber das ergibt eigentlich keinen Sinn für die Zukunft. Die Bloomberg-Analyse hat neulich gesagt, dass das natürlich auch finanzierbar ist, wenn man die Pro-Kopf-Kosten berechnet. Ich möchte ebenfalls sagen, dass Energieeffizienzprojekte ganz besonders wichtig sind, vor allem auch in Deutschland. Ich glaube, wir müssen
im Bereich Energieeffizienz und in der Richtlinie nicht von unseren ehrgeizigen Zielen abweichen, auch mit dem Green Deal im Bereich der Finanzierung der Energieeinsparungen führt Großbritannien hier die Entwicklung ab, aber auch viele dieser Innovationsprojekte können anderweitig auch durchgeführt werden. Wir müssen natürlich auch robuste CO2-Preise garantieren. Die 7 Projekte, Pilotprojekte aus China wurden erwähnt. Ich habe 30 Jahre lang den chinesischen Markt studiert und die fangen immer mit Pilotprojekten an auf kleiner Ebene, aber sehr schnell werden diese Prozesse dann ausgeweitet. Das erwarte ich. Und ich meine auch, der CO2-Preis mit Beginn im Juli 2030 ab 2050 mit einem Mindest- und maximalen Grenzwert für den Emissionshandel wird natürlich kontestiert von der Opposition. Aber die sind sehr mutig unterwegs. Und auch das verpflichtende Gesetz für Südkorea wird weiter ausgearbeitet werden. Was sind die nächsten wichtigen Schritte? Hier spreche ich über die G20 und Rio. Ich glaube, die G20 und der Präsident haben hier eine sehr starke Position bezogen, auch in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor. Ich glaube, die G20 könnte hier noch weitere Schritte in die richtige Richtung unternehmen. Wir sind Teil einer großen Gruppe globaler Unternehmen, die sich die B20 nennen. Wir bereiten diesen G20-Gipfel vor mit ganz spezifischen Vorschlägen und Verpflichtungen seitens des Privatsektors. Wir werden immer daran erinnern, dass bei letztlichen G20-Gipfeln Subventionen für fossile Brennstoffe tatsächlich endlich mal abgeschafft werden müssen. Das sagen sogar Energieunternehmen. Wir brauchen Übergangsprojekte, damit die Armen Infrastruktur aufbauen können und auch andere Prioritäten verfolgt werden können. Ich hoffe, der nächste Schritt wird nicht nur bei der G20 zum globalen Klimafonds getan werden. Nick und ich waren bei Ban Ki-moons Expertengruppe. Aber ich glaube, wenn wir hier in diesem Bereich keinen Fortschritt erzielen, auch aufgrund der Vorschläge, die unterbreitet werden, nämlich mit Hilfe der Unterstützung der Privatindustrie, was diesen globalen CO2-Fonds anbelangt, dann haben wir ernsthafte Probleme. So, jetzt komme ich langsam zum Ende, aber ich möchte noch kurz erwähnen, dass es eine Dimension dieser Innovationen gibt, die eingeführt werden. Die können langfristig gefördert und gesteigert werden mit Hilfe von Privatinvestitionen weltweit, Risikobeschränkung, Co-Investitionsstrategien, beschränkte öffentliche Finanzierung. Das ist immer wichtig. Der Fonds für die Energieeffizienz in der EU und das KfW-BMU globale Partnerschaftsfondsprojekt ist ebenfalls ein leuchtendes Beispiel mit sehr wenigen öffentlichen Finanzierung. Das heißt, hier werden Privatinvestitionen gefördert. Ich glaube, 7:1 oder bis zu 12:1. Diese KfW Deutsche Bank Initiative wird weiter gefördert für Get Fit. Das heißt, ein Einspeisegesetz für Erneuerbare in Nordafrika, Uganda, 350 Millionen Investitionen, 125 Megawatt in Erneuerbaren. Das ist Energieeffizienz, das ist Energie für alle in Uganda. Ich glaube, in China hat man mit IFC von der Weltbank ein neues Projekt eingeleitet, denn hier gibt es Ergebnisse, nicht nur Pläne. Das Finanzierungsprogramm für Gemeinnützige hat 700 Millionen investiert für kleinere Projekte zur Förderung der Energieeffizienz und Erneuerbare. Das entspricht 25 kohlegefeuerten Projekten und der Hilfe von weiteren Investitionen. Das sind klare Ergebnisse, nicht nur Pilotprojekte. Und dann gibt es natürlich auch weitere Programme. Mezzanine Schuldenverbesserung für unterschiedliche Länder. EIB macht das zum Beispiel. Kreditgarantieprogramme, wie die US-Regierung das macht, ist okay. Monoline für grüne Kredite, 320 Millionen wurden vergeben. Wenig, wenn man sich den Global Bond-Markt anguckt, den Markt der Anleihen. Aber diese Vermögensklassen werden gesucht, denn das hat keine Korrelation zu anderen Vermögenswerten. Deswegen müssen diese Bonds unterstützt werden. Und dann hat man natürlich immer ein Programm mit der Frühinnovation bzw. Frühinvestition. Und das Problem mit Risikokapital, Stammkapital, Transaktionskosten, was kann getan werden, damit Investitionen zu Innovation führen? Ein letzter Punkt. Ich glaube, der G20 in Mexiko und in Rio mit Präsident Calderón wird einige dieser G20-typischen Themen und die Koalitionsvorschläge noch mal aufgreifen.
Ich denke, damit könnten wir einen neuen Club für grünes Wachstum fördern. Das heißt, wir werden nicht nur darüber sprechen, sondern einige dieser Strategien auch tatsächlich umsetzen. Und Präsident Calderón hat freundlicherweise letzte Woche oder vor zwei Wochen unseren Bericht aufgegriffen und sieht ihn als Grundlage für die Diskussionen an. Investitionen weiter zu fördern, ist ganz besonders wichtig als Schlüsselindikator für die öffentliche Finanzierung. Das ist etwas, was dann natürlich die Entwicklungsbank anbelangt. Denn die Schlüsselindikatoren werden so modifiziert. Wir müssen Pipelines fördern und die Institutionen. Investitionen. KfW wird derzeit von Herrn Schröder vorgeführt. Das ist eine wichtige Initiative. Sie wurde vor einem Jahr gegründet und nennt sich der Internationale Finanzierungsclub, bestehend aus 19 Mitgliedern, Entwicklungsbankvertreter aus der ganzen Welt. BRICS, die Entwicklungsbank aus China oder Brasilien, sind dort vertreten. Sie haben eine Bilanz von mehr als 2 Billionen, wenn die Weltbank sagt, das sind 500. Das sind also echt große Bilanzen. Und sie geben grüner Infrastrukturmaßnahmen eine absolute Priorität. Sie haben sehr viele Assets. Interface Private Bank, die sind wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ich meine, wenn wir kein Geld mehr im Finanzministerium haben, haben wir uns immer an die KfW gewendet. Das war gut. Auch dort hat man die Expertise. Und man versucht, neue Mittel und Wege zu finden für langfristige Entwicklung. Ich hoffe, einiges davon kann auch in Los Cabos und in Rio zu einem Erfolg führen. Dankeschön.